Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Diamant. Dieses Mal sind wir noch dabei, unsere Pokémon zu heilen vom letzten Mal. Und machen uns dann auf den Weg für einen zweiten Versuch in der Arena, auch wenn ich nicht optimistisch bin. Kann mir vorstellen, dass es erneut eine Niederlage wird, weil auch wenn sich Shanox jetzt entwickelt hat zu Luxie und dadurch etwas stärker geworden sein sollte, glaube ich nicht, dass das reicht, um die Arena zu plätten. Ja, unser Angriffswert ist jetzt von 25 auf 35 gestiegen, ist zwar schon stärker, aber wie gesagt, bin mir da nicht sicher. Ja, hast du schon mehr erzählt? Mach hin! Wir haben halt nach wie vor nichts anderes außer Biss, was wir gegen diese Stein-Pokémon einsetzen können. Und das ist halt relativ wenig. Vor allem, weil sein letztes Pokémon auch mit seinem extremen Angriffswert überzeugen kann. Bin ich mir nicht sicher, wie das hier laufen wird. So, einmal Silberblick. Er kommt gleich mit der Tarnstein-Sache, alles klar. Um halt gleich unsere Auswechseltaktik zu verhindern. Wir werden sie wohl aber trotzdem nutzen müssen, damit wir den Angriff des Gegners nach wie vor immer senken können. So, und dann mit Biss drauf. Er zieht uns jetzt auf jeden Fall wesentlich weniger ab als vorher. Ich glaube, vorher hat er uns 12 abgezogen, jetzt nur noch 7. Oh, und wir ziehen aber auch wesentlich mehr ab und er ist zurückgeschreckt. Setzt zwar seinen Trank ein, was ihm aber nicht viel bringt, weil wir sind schneller als er. Also können wir jetzt zweimal hintereinander der Biss einsetzen und das Viech ist down. Und damit haben wir das erste Pokémon auch schon mal wesentlich souveräner besiegt als zuletzt. Bin ich etwas glücklich drüber. So, jetzt kommt Onix. Sind wir beim letzten Mal dran gescheitert. Ich wechsle bewusst nicht aus, weil Onix, glaube ich, nicht unbedingt mit seinem Angriff überragt, sondern eher mit seinen Verteidigungswerten. Er wird jetzt wahrscheinlich Kreideschrei einsetzen, jawohl. Das ist natürlich wesentlich besser als Silberblick. Ich setze trotzdem zweimal Silberblick ein, hoffe, dass er jetzt nicht angreift. Jawohl, er setzt nochmal Kreideschrei ein. Was der perfekte Moment ist für uns, um einmal zu Bidiza zu wechseln. Weil jetzt wird er wahrscheinlich angreifen. Und durch einen Tausch sind er die Statusveränderung, die er uns zugefügt hat, weg. Also mit anderen Worten. Verdammt, ich hätte jetzt gewusst, hätte ich Heuler eingesetzt. Mit anderen Worten, ist, wenn wir Luxio jetzt wieder einsetzen, Luxio dann auch wieder, ja, normal von seinen Werten her. Also seine Verteidigung ist nicht mehr gesenkt. Und ja, im Gegensatz dazu ist Onix Verteidigung aber immer noch gesenkt. Und wir können ihn dann eigentlich relativ easy wegballern. Er wird wahrscheinlich wieder Kreideschrei einsetzen. Das heißt, zweimal Biss wird wohl ungefähr reichen. Wenn wir sehen, was wir Kleinstein nach zweimal Biss abgezogen haben, könnte bei Onix tatsächlich zweimal Biss reichen. War der erste. Oh ja, zweimal Biss reicht tatsächlich. Oh, er greift aber direkt an. Er setzt nicht nochmal auf Kreideschrei, weil er wahrscheinlich sieht, dass zweimal Biss reichen wird. Wunderbar. Onix damit auch platt. Jetzt kommt sein nächstes und stärkstes Pokémon. Vorher sind wir fast auf Level 16. Cognodon. Ein Pokémon, ein Fossil-Pokémon aus dieser Edition. Schilderus und Cognodon sind das, glaube ich. Es ist jetzt auf Level 14, es hat einen verdammt hohen Angriff, aber dafür einen extrem niedrigen Initiativewert. Wir setzen also mal auf Silberblick. Er auch. Hätte mir schon fast gedacht, dass er mit dieselbe Taktik fahren möchte wie gegen Onix, wie mit Onix. Unsere Verteidigung zu senken und dann drauf zu kloppen. So, jetzt sehen wir mal, wie viel er abzieht. Kopfnuss ist eine relativ starke Attacke für diesen niedrigen Levelbereich. Ach du Scheiße. Okay.
Kein Ding, wir wechseln zu Bannflammen. Er setzt Verfolgung ein, ist das eine miese Sau. Gut, damit haben wir verloren. Wir haben verloren. Wir haben mit Bannflammen keine Chance, Cognodon was abzuziehen. Ich wollte jetzt auf Bannflammen wechseln, denn unser Luxil wieder heilen. Und dann wieder weitermachen, aber so ist es natürlich dahin. So, wir könnten es mit Kratzer probieren. Einerseits, weil unser Angriff höher sein soll als unser Spezialangriff. Andererseits, weil wir schon zweimal Silberblick eingesetzt haben. Aber Bannflammen hat eine niedrige Verteidigung. Hat Essen und schreckt zurück. Das war's. Wir haben Cognodon nicht einmal Schaden zufügen können. Alter Kacke. Ich hätte nicht mit solchen Problemen in der ersten Arena gerechnet. Und auf gar keinen Umständen. Aber wie gesagt, ich hatte immer Tempohieb, wenn ich hier war. Und jetzt das erste Mal halt nicht. Aber ich kann jetzt ja keine drei Level mit einem Bannflammen im Gras machen, wo nur Level 5er Pokémon kommen. Das dauert ja eine Viertelstunde. Das kann ich ja jetzt schlecht im Bad machen. Ja, ich weiß was. Ach. Du kannst übrigens Tränke im Supermarkt kaufen. Ach. Ernsthaft? Reib's mir doch nochmal unter die Nase, dass ich verloren habe. Hey, ich bin Schwester Joy und ich weiß, dass du verloren hast. Guck mal, deine Pokémon waren kaputt und du bist so ein Noob. Sei ruhig. So, stattdessen lieber nochmal gegen Fight. Wir probieren es einfach nochmal. Ich meine, Shadow bekommt ja auch, oder Luxio bekommt ja auch jedes Mal EP. Das heißt, wir werden ja nach dem Kleinstein diesmal auch schon wieder ein höheres Level haben als vorher. Übrigens haben wir beim letzten Mal mit bis so viel abgezogen, dass jetzt ein Silberblick reichen sollte bei dem Viech, um dann einen Two-Hit rauszumachen. Deswegen machen wir mal so. Deswegen macht er auch keine Tarnsteine. Es reicht nicht. Diesmal macht er Tarnsteine. Schade eigentlich. Aber... es reicht doch. Warum auch immer, warum jetzt der zweite bisschen mehr abgezogen hat als der erste, ist mir eigentlich vollkommen Wurst. Wir haben es geschafft. Wir sind ein weiteres Level gestiegen. Und haben somit gegen Onix noch bessere Chancen. Silberblick. Die erste. Er greift direkt ein an und setzt diesmal nicht auf die Kreideschrei-Taktik. Aber man sieht, dass der Angriff von Onix wesentlich geringer ist als der von Kleinstein, dafür die Verteidigung von Onix höher. Wir werden also dieses Mal unser Bidi-Zahn nicht opfern müssen bei Onix, sondern können es dann als Opferung für das Cognodon verwenden. Verdammt, das kommt jetzt mit der Kreideschrei-Taktik. Und ich dachte, jetzt reichen hier zweimal. Aber sieht eigentlich genauso aus wie beim Kleinstein. Vielleicht reichen tatsächlich wieder zweimal. Nee, diesmal sieht der zweite Angriff nicht mehr ab als der erste. Aber sein Steinwurf geht daneben. Jetzt wird er sich mit Trank heilen. Aber da wir schneller sind, haben wir jetzt die Chance, zweimal hintereinander Biss einzusetzen. Das reicht auf jeden Fall. Gut, Onix wieder platt. Sollten wir jetzt wieder scheitern, sollten wir beim nächsten Versuch gegen Cognodon wieder Level höher sein. Da wir hier wieder relativ viele Erfahrungspunkte bekommen. Und ich bleibe nochmal bei Luxi. Nein, ich hätte nicht bei Luxi bleiben dürfen. Scheiße, ich bin so dumm. Oh Gott, das könnte mir jetzt den Sieg gekostet haben. Ich habe vergessen, dass unsere Verteidigung ja bereits verringert wurde durch das verdammte Drecksviech. Ich hoffe, er setzt nochmal Silberblick ein. Wenn er jetzt kopflos einsetzt, sollten wir down sein und dann ist es vorbei. Ja, das ist aber meine eigene Dummheit. Ich hab... oh, er hat tatsächlich damit gerechnet, dass wir auswechseln. Macht das nochmal? Er will es nochmal machen, ne? Die Sau wird es noch... wir haben verloren. Er zieht uns 21 KP ab mit seiner Attacke und wir können maximal 20 heilen. Und er wird jetzt wieder Verfolgung einsetzen, damit ist Luxio down. Nein, er setzt dich nochmal Verfolgung ein. Oh, Glück. Pures Glück.
Und er versucht mit Silberblick, wir haben die Chance, unser Luxio zu heilen. Seine Verteidigung ist bereits um 1 gesunken. Aber ich hätte es mir jetzt fast versaut. Wie gesagt, ich habe einfach... Oh, wir haben sogar einen Supertrank. Das macht die Situation natürlich noch besser. Wenn jetzt nämlich nochmal Silberblick einsetzen, das tut er, können wir eventuell in der nächsten Runde seinen Angriff sogar nochmal verringern mit Heuler. Oder auch nicht, sein Kopf sollte stark genug sein. Wie gesagt, eines der Pokémon mit den höchsten Angriffswerten überhaupt, die Weiterentwicklung von Cognodon. Ramaidon. Ich weiß gar nicht, ist es sogar das Pokémon mit dem höchsten Angriffswert? Das ist auf jeden Fall, es gehört auf jeden Fall mit zu den Top 5 von den höchsten Angriffswerten überhaupt. Und da ist natürlich jede Verringerung des Angriffswerts, das wir ihm zufügen können, Gold wert. So, noch ein Silberblick. Er versucht es auch nochmal mit Silberblick. Alles klar, jetzt haben wir zweimal Verteidigung gesenkt und einmal Angriff gesenkt. Er hat einmal unsere Verteidigung gesenkt, das heißt, wir sollten neutral sein. Seine Angriffe gegen uns sollten neutral sein, unsere Angriffe gegen ihn sollten wesentlich stärker sein. Und er hat keine gute Verteidigung, wie man sieht. Deswegen ist das Pokémon auch nicht so overpowered. Es hat zwar einen der höchsten Angriffswerte überhaupt, hat allerdings schlechte Verteidigungswerte und schlechte Initiativewerte. Das heißt, es bekommt meistens einen Angriff reingedrückt am Anfang des Kampfes, den er halt nicht gut abgewehrt bekommt. Und kann halt erst dann richtig reinhauen. Das heißt, wenn er die erste Runde überlebt, dann one-hit er meist, aber die muss er erstmal überleben. Wir sind Level 17 und haben den Arena-Kampf dann doch mal geschafft. Ein Wunder ist geschehen. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Phasenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden, als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Wir halten den Kohleorden von Feind. Im dritten Anlauf. Der Kohleorden erlaubt es deinen Pokémon, die versteckte Maschine des Trümmerrauch außerhalb des Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. Die TM 76. Tarnsteine. Sie fügt den Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Das haben wir bereits gesehen. Eine TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Aber du kannst sie nur einmal verwenden. Ja, daher überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Es ist allerdings die letzte Generation, in der man es nur noch einmal verwenden kann. Ab der fünften Generation kann man eine TM unendlich häufig verwenden. Das habe ich aber, glaube ich, bereits schon erwähnt. Wunderbar. Damit haben wir das geschafft. Wir werden jetzt unsere Pokémon schnell nochmal heilen gehen. So. Heil die mal bitte. Die haben sich verdient, geheilt zu werden. Vor allem Luxio hat richtig schön reingekloppt, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte. Und es fehlt, glaube ich, nur noch... Welches Level ist jetzt 17? Es fehlt nur noch ein Level und wir bekommen auch endlich eine Elektroattacke. Wahrscheinlich eine Elektroattacke, die sogar letztendlich noch in unserem Moveset bleiben wird, weil, wie gesagt, Luxtra erlernt nicht viele physische Kampfattacken, Elektroattacken, was es halt auch nicht wirklich zum stärksten Elektro-Pokémon macht. Hat halt einen extrem hohen physischen Angriff erlernt, aber fast keine physische Elektroattacke. Wie gesagt, das macht es eigentlich zu einem etwas schwächeren Elektro-Pokémon. Ich habe da allerdings als Kind nie wirklich, was heißt als Kind, also als ich noch jünger war und diese Edition gespielt habe, habe ich da allerdings nie Wert drauf gelegt. Rums! Hups, Marcy, du hast den Orden bekommen, was? Ebingnau ist der nächste Ort, der eine Arena hat, habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen, das heißt nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden, hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt, als nächstes steht der Orden von Ebingnau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Bah, wer hat schon Zeit zum Zählen? Ja, gegen Level 5er Pokémon hast du viele Kämpfe gemacht. Das lohnt sich hier schon mal komplett. Hier lohnt es sich auf jeden Fall schon mal komplett, den Schutz einzusetzen, den wir gefunden haben im vorletzten, im vorvorletzten Part sogar. Die Zeit ist jetzt übrigens korrekt, die da unten steht. Und das Datum habe ich auch mal korrigiert. Das stand vorher noch auf, ich glaube, 24. Januar oder so. Weil ich den 3DS einfach mal ein paar monatelang nicht mehr anhatte, weil ich ja immer mit dem XL gespielt hatte. Irgendwann ist der Akku mal leer gewesen, dann war der halt monatelang aus. Bis ich ihn dann halt
umbauen habe lassen mit einer Capture-Card und seitdem benutze ich ihn wieder, aber dann halt nie dran gedacht habe, die Zeit wieder richtig zu stellen. So, hier unten müssen wir früher oder später, glaube ich, nochmal hin, weil hier unten auch noch ein Item versteckt ist, das man nur mit dem Fahrrad und auch eins, was man nur mit Surfer erreichen kann, gibt es hier. Aber wir schauen uns hier trotzdem schon mal um. Hier gibt es übrigens Enton zu fangen. Und hier gibt es auch die TM Blitz zu finden. Also Entons, Zubats und ich glaube Kleinsteins kann man hier fangen. Also wer noch ein Wasser-Pokémon unbedingt braucht, der kann hier mit Enton zumindest eins finden. Ich habe auch mal eine Pokémon Perle-Edition angefangen. Siehst du diese kleine Erhöhung auf dem Boden? Über die musst du schnell mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Ja, und weil wir noch kein Rad haben, ist das oben das letzte Item, was wir bekommen können. Dann müssen wir wieder raus. Ich habe Pokémon Perle auch mal angefangen mit der Challenge, dass ich nur Pokémon von einem und demselben Typ nehme. Und da habe ich mich für Wasser entschieden. War auch eigentlich eine sehr coole Sache. Habe ich auch mal überlegt, ob ich sowas in meinem Let's Play mache, aber wir werden auf jeden Fall erstmal aus jeder Generation eine Edition spielen, komplett so, wie sie sein soll. Und wenn wir dann damit durch sind, dann kann ich mir überlegen, ob ich mal solche Spezialsachen mache. Hab da auf jeden Fall mit Plinthwar angefangen, weil Plinthwar sich dann ja später zu einem Wasserstahl-Pokémon entwickelt. Was ja schon mal ein guter Zweityp ist für ein Wasser-Pokémon. Dann habe ich später einen Barmelin gefangen, dann kam er nicht viel später ein Chalellos und hier habe ich mir auch Enton mal mitgenommen, weil Enton ja später als Entoron auch Psychokinese erlernen kann. Das ist eine gute Psychoattacke. War eigentlich eine gute Sache, habe aber nie weit gespielt. Also ich habe dann irgendwann mal die dritte Arena habe ich noch gemacht, glaube ich. Und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr und habe dann irgendwann lieber neu angefangen, anstatt mit dem Team weiterzumachen. Aber war eigentlich ganz lustig. Macht so eine Edition dann halt auch künstlich ein bisschen schwerer. Weil auch wenn die vierte Generation eine der schwereren Generationen ist, ist sie halt trotzdem immer noch nicht wirklich schwer. Ich meine, wir haben jetzt mit dem Arena-Leiter ein bisschen gefällt, aber man muss auch sagen, wir haben jetzt ein Level 17er Pokémon. Und für die nächsten Arenen sollten wir eigentlich fast immer ein Pokémon haben, was gegen die auch sehr effektiv ist. Oder zumindest neutral effektiv ist. Wir hatten jetzt ja wirklich nur eine Attacke, die wir in der Arena einsetzen konnten. In den nächsten Arenen haben wir auf jeden Fall immer neutrale und meistens auch sehr effektive Attacken, was die Arenen dann halt an sich immer ein bisschen leichter machen sollte. Also wir sollten ab jetzt im Let's Play nicht mehr ganz so viele Schwierigkeiten haben, wie wir bis jetzt hatten. Da hinten zu dem, also dem Haus da hinten, wo es den Poketch-Firma gab, da musste man, glaube ich, auch später nochmal hin. Da kann man später nach jedem zweiten Orden oder so, oder ab dem zweiten Orden, nach jedem Orden, irgendwie so war das, bekommt man da neues Poketch-Zubehör. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um diese Geschehnisse, die hier abgehen. Aber ich würde an dieser Stelle auch erstmal sagen, dass wir hier wieder den Part beenden. Der letzte Part war etwas länger. Der nächste Part, dieser Part wird dann etwas kürzer als Ausgleich. Dafür 19 Minuten müssen wir jetzt ungefähr sein. 20 Minuten, 18, 17 in dem Dreh. Dafür machen wir beim nächsten Mal dann auch wieder ein Stück länger. Das sehen wir dann mal so. Das passt sich nur gerade. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.